Wie klein kann ein Computer sein? Dieser hier wiegt 160 Gramm, weniger als das iPhone 14. Und mit seinen Abmessungen von 6,6 x 6,8 cm passt er sogar in die Hemd- oder Hosentasche. Er hat 8 oder 16 GB DDR4 RAM, einen Grafikprozessor Intel UHD Graphics, ein SSD-Laufwerk von 256 GB bis 1 TB, 3 USB 3.2 Anschlüsse, 2 HDMI 4K Anschlüsse, Ethernet-Anschluss, Kopfhörerausgang und MicroSD-Kartensteckplatz. WLAN 6 und Bluetooth 5.2 sind ebenfalls dabei. Diese hervorragende Arbeitslösung lässt sich problemlos auf eine Geschäftsreise mitnehmen und die Hardware ermöglicht es, eine Präsentation zu machen, mit Dokumenten zu arbeiten und eine Online-Konferenz zu veranstalten. Der Preis beträgt rund 250 Euro. Die Firma Wanger hat das Giant Knife mit 87 Werkzeugen, 141 Funktionen und einem Gewicht von etwa 1 Kilogramm erfunden. Wem die Fülle an Werkzeugen gefällt, aber das Gewicht zu schwer erscheint, für den gibt es auch Alternativen. Heute zeigen wir euch dieses Multitool mit einem Gewicht von 22 Gramm und der Größe einer Kreditkarte, das mehr als 80 Werkzeuge hat. Das Tool hat so viele Funktionen, dass die Entwickler versprochen haben, eine Videoanleitung zu machen, wie und was funktioniert. Ein Lineal, ein Winkelmesser, Schlitze für Bolzen, ein Schaber, ein Mondphasenkalender, ein Cutter. Um alle Funktionen aufzuzählen, bräuchte man ein weiteres Video. Die Kunden können sich sicher sein, dass Universal 4.0 sogar als Schaufel dienen kann. Und als ob dieses nicht genug wäre, gibt es Zusätze, die noch mehr Funktionen bieten. Zum Beispiel enthält das Urban Kit ein Messer, einen Kamm, einen Drahtschneider und einen Schraubendreher. Der Preis für die Basisversion beträgt 33 Euro. Habt ihr gewusst, dass Internetkabel, die unter dem Wasser verlegt sind, regelmäßig von Haien angegriffen werden? Als Reaktion darauf sind Firmen gezwungen, die Kabel mit einer Schutzschicht zu überziehen. Wozu die Haie am Internet kauen, ist bis heute nicht genau bekannt. Es gibt aber einige Meinungen, dass dies auf elektromagnetische Felder zurückzuführen ist. An Land ist es zum Glück etwas einfacher. Angekaute Kabel sind zwar keine Seltenheit, aber leichter zu reparieren. Vor allem, wenn man so ein Mehrzweckwerkzeug zum Abisolieren von Drähten zur Hand hat. Das Tool ist ungefähr 12 cm lang und wiegt 118 Gramm. Die Klinge ist aus Chrom-Molybdän-Stahl und der Preis beträgt 32 Euro. Fun Fact: Das Gesundheitsministerium von Singapur findet, dass die regelmäßige Reinigung des Handys während der Pandemie wichtiger ist als das Tragen einer Maske. Kein Wunder, denn bereits im Jahr 2016 hat man festgestellt, dass der durchschnittliche US-Amerikaner etwa 150 Mal am Tag auf sein Telefon schaut. Stellt euch nun vor, wie viel Dreck sich darauf ansammelt. Dazu kommen noch Kopfhörer, Powerbanks und andere Dinge, die ebenfalls Schmutz ansammeln. Für eine einfache und schnelle Reinigung eignet sich ein universelles modulares Gerät mit 5 Bürsten, mehreren Mikrofasereinsätzen und einem Silikonwischer. Das Tool wiegt etwa 40 Gramm und der Hersteller verlangt dafür 39 Euro. Ein tolles Geschenk für Fans von Jurassic Park ist dieses Multitool. Es wirkt nicht nur optisch gut, sondern ersetzt insgesamt 8 Werkzeuge, darunter Schraubendreher, ein Schneidewerkzeug und einen Öffner. Das Multitool misst 8,1 x 3,8 cm und kann in einer Tasche, in der Hosentasche oder am Gürtel getragen werden. Das Material ist Edelstahl oder Titan. Beide Optionen, so der Hersteller, sollen dem Käufer ein Leben lang dienen. Eine kreative Interpretation eines gewöhnlichen und langweiligen Instruments, sagt der Hersteller. Die Kosten betragen rund 80 Euro. Dieser Haken dient zum Klettern und als Survival-Tool, sagt der Hersteller. Man kann damit auf einen Baum oder eine Klippe klettern, etwas herausziehen, das in einen Abfluss oder eine Grube gefallen ist, ein Auto abschleppen oder man kann es auch als Selbstverteidigungswaffe verwenden.
Der Haken ist aus Edelstahl 304. Daraus wird auch Ausrüstung für die Chemie- und Lebensmittelindustrie gemacht. Es wird in zwei Größen verkauft, S und L, und wiegt jeweils 60 oder 276 Gramm. In einer Rezension standen dank der Vorstellungskraft des Autos nicht nur das Militär, sondern auch Batman und Robin im Rampenlicht. Der Preis liegt bei ca. 24 Euro für einen großen Haken und 11,50 Euro für einen kleinen. Das beste Werkzeug ist jenes, das man dabei hat, sagen die Entwickler über dieses Gerät. Multitools und Haken sind tatsächlich schwer, unbequem und passen nirgendwo hin. Dieses Konzept hingegen war so erfolgreich, dass die erforderliche Geldsumme auf Kickstarter in nur wenigen Stunden gesammelt wurde. Es handelt sich um ein Band mit einer Länge von 20,3 bis 40,6 cm. Es ist mit bis zu 32 kg belastbar und hat mehrere Details, die es einfacher machen, verschiedene Formen anzunehmen. Die Autoren sind sich sicher, dass das Werkzeug vielseitig einsetzbar ist. Als Tragegriff, Krawatte, Leine, Schuhelement, Smartphone-Halter und Zeltverschluss. Außerdem ist dies ein gutes Accessoire am Handgelenk, das sogar am Strand angebracht ist und sogar im Büro. Ein Vierer-Set kostet 25 Euro. Ein Projekt, das unsere Geek-Natur mit dem Wunsch verbindet, Produkte für den Alltag herzustellen, sagte der Hersteller bei der Präsentation dieses Gerätes. Er wollte eine Taschenlampe auf das nächste Level bringen und hat die Hand Mini entwickelt. Sie ist etwas länger als ein Streichholz und wiegt 25,5 Gramm. Das Hauptmaterial ist Titan. Drei LED-Optionen sind verfügbar. Klassisches Weiß mit bis zu 120 Lumen, Explorer Ultraviolett, perfekt für die Kontrolle von Geldscheinen, Survivor Rot, nützlich bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn man nicht so viel Helligkeit benötigt. Zum Aufladen gibt es einen USB-Typ-C-Anschluss, der Ladevorgang dauert etwa eine Stunde. Ein Pluspunkt ist, dass das Gerät auch als Schraubendreher und Flaschenöffner dient. Der Preis beträgt 44 Euro. Wer hat von euch Mortal Kombat gespielt oder spielt es immer noch? Erinnert ihr euch an Kitana mit ihrem Fächer? Etwas Ähnliches haben wir hier. Der Fächer ist aus Titan und eignet sich durchaus zur Selbstverteidigung. Der ursprüngliche Name auf Chinesisch bedeutet wörtlich übersetzt Quelle oder der Anfang von allem. Früher war der Fächer, so die Entwickler, ein beliebtes Accessoire für den chinesischen Adel. Die Kombination aus Schwarz und Weiß erinnert an Yin und Yang. Es gibt ihn in zwei Versionen, 30,5 cm lang und 158 Gramm Gewicht, 33 cm lang und 249 Gramm Gewicht. Die Grundmaterialien sind Titan und Seide, der Fächer ist wasserdicht und stark genug, um sogar Ziegel zu brechen. Und natürlich wird er an heißen Sommertagen hilfreich sein, der Preis beträgt allerdings satte 360 Euro. Wenn ihr von Keith Moon, Roger Taylor und anderen berühmten Schlagzeugern nicht genug bekommt, aber keinen Platz zu Hause habt, um selber zu spielen, lasst euch nicht entmutigen. Um an jedem geeigneten Ort zu spielen, wurde FreeDrum erfunden, ein virtuelles Schlagzeug. Die Bedienung ist einfach, an den Sticks und in Schuhen sind Sensoren angebracht, die mit dem Smartphone verbunden sind. Fertig, jetzt kann man üben. Das System ist kompatibel mit gängigen Apps wie GarageBand und Vertenator. Funktioniert mit iOS, Android, macOS und Windows 10. Der Akku soll 7 Stunden lang durchhalten. Die Bluetooth-Verbindung übernimmt die Datenübertragung, das Einschalten und Kalibrieren erfolgt per Knopfdruck. Ein Satz von zwei Modulen kostet ab 70 Euro, vier kosten ab 170 Euro. Diese kompakte, wiederverwendbare Einkaufstasche ist eine Rettung für Shopping-Fans. Zusammengelegt passt sie in eine herkömmliche Tasche, fasst aber bis zu 30 Kilogramm und ist in 15 Designs erhältlich, sodass echte Fashionatas die Tasche an ihre Garderobe anpassen können. Andere Größen sind ebenfalls erhältlich, zum Beispiel ist der Mikro mit 16 Kilogramm belastbar. Die Menschheit verbraucht jährlich zwischen 500 Milliarden und 1 Billion Plastiktüten und das oft auf völlig nutzlose Weise, sagt der Erfinder. Mit dieser Mehrwegoption leistet man einen bescheidenen Beitrag zum Umweltschutz. Für jede verkaufte Tasche versprechen die Hersteller, einen Mangrovenbaum zu pflanzen. Die Kosten beginnen ab 11 Euro.
Interessante Statistik. Im Jahr 2016 führte das Umfrageinstitut GfK in 22 Ländern eine Umfrage zum Thema Haustiere durch. Es stellte sich heraus, dass Hunde fast überall beliebter sind als Katzen. 33% der Familien haben Hunde und nur 23% haben Katzen. Es gibt insgesamt mehr als 500 Millionen Hunde auf der Welt. Daher entstehen immer wieder neue Gadgets für unsere Vierbeiner. Dies hier ist ein kompakter Leckerchenspender für Haustiere. Man kann ihn sogar mit einer Hand bedienen, während man mit der anderen eine Leine, ein Spielzeug oder ein Smartphone hält. Der Spaß kostet 29 Euro und das Hauptmaterial ist Aluminium. Als Futter eignen sich zum Beispiel diese Kekse. Drei Packungen mit je 15 Stück sind bereits im Kit enthalten. Wisst ihr, dass viele Firmen und Länder Plastikstrohhalm den Kampf angesagt haben? Insbesondere die Coffeeshops von Starbucks verwenden sie nicht mehr. In EU-Ländern sind Strohhalme aus Plastik seit dem 3. Juli 2021 verboten. Als Alternative werden solche Produkte entwickelt. Dies ist ein wiederverwendbarer Strohhalm aus Edelstahl. Klingt einfach, die Idee hat auf Kickstarter aber rund 1,9 Millionen Euro gesammelt. Der Strohhalm kann zusammengelegt werden und ist für heiße und kalte Getränke geeignet, zudem spülmaschinenfest. Zum Reinigen ist eine Bürste im Lieferumfang enthalten und ein Mini-Etui, das auch als Schlüsselanhänger dient. Der Preis beginnt ab 18 Euro. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.